Grüezi miteinander, oder wie wir hier in Japan sagen, Konnichiwa. Heute ist der erste Tag der Vorqualifikationen und wir haben das CV Urdorf Team von der Anreise bis zu den ersten Trainings-Setups begleitet. Wir werden einen kleinen Rückblick vom Tag zeigen. Ihr werdet sehen, wie viel sich die Athleten Mühe gegeben haben. Wohnen im House of Switzerland. Wie unsere Athleten für die nächsten Tage hier in Tokio wohnen. Empfang im Olympiadorf. Wie es der CV Urdorf auf ihrer Reise nach Tokio ergangen ist und was ihre ersten Eindrücke sind. Fragt das Selfie-Objekt. Wie das Maskottchen Yataro über Nacht zum Star geworden ist und wie es ihm mit dem Ganzen ergeht. Erste Training-Sessions, wie das Team vom CV Urdorf sich in der ersten Trainingseinheit schlägt und was noch nicht so ganz geklappt hat. Wir starten gerade mit dem House of Switzerland. Der Oliver von Moos ist heute vor Ort und er wird einen kleinen Ausblick zeigen, wie es momentan im Haus der Athleten aussieht. Herzlich willkommen im House of Switzerland. Mein Name ist Oliver von Moos. Sie kennen mich vielleicht schon vom ersten Video. Ich mache mit Ihnen eine kurze Tour durch unser Gruppenhaus, wo wir die nächste Woche werden verbringen und uns auf unsere Wettkampf vorbereiten. Wir sehen es hier auch mit den Schweizer Flaggen schon richtig schön eingedeckt. Und ja, kommen Sie doch einfach mit. Wir gehen gerade zuerst in Esssaal rauf. Und zwar ist das so eingerichtet, dass alle Athleten eigentlich im gleichen Raum essen. Uns ist es extrem wichtig, dass die Teambildung gefördert wird, dass die gestärkt wird durch Gespräche. Und natürlich ist es auch sehr wichtig, dass Essen gesund ist. Viel Vitamin B12, 13, 14, 15, Vitamin A, 25. Einfach alles, damit wirklich alles knochenstark sind, alle fit, kein Muskelkater. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, wir gehen gerade weiter. Für das ist es natürlich wichtig, wir sind in die Küche. Und ja, wir gehen gerade runter. Ein kleiner Einblick in die Küche. Momentan ist noch nicht so viel Betrieb, aber da wird unser Delegationsessen vorbereitet von unserer super Küche. Natürlich ganz nah abgestimmt mit dem Ernährungscoach. Der schaut, dass da die richtigen Sachen im Essen sind, damit eben die Knochen gestärkt werden und alle wieder fit sind für den nächsten Ausflug. Dann gehen wir hier runter. Der wichtigste Raum. Da werden alle Ergebnisse ausgewertet. Das ist das Rechnungsbüro. Man sieht, da liegt noch ganz viel Material rum. Es sind alle noch fleissig am Vorbereiten. Sachen werden parat gemacht. Da ist natürlich striktes Verbot für alle Athleten. Es darf niemand da rein. Da werden alle Resultate ausgewertet. Und ja, absolutes Tabu für alle, die mitmachen an dieser Qualifikation. Dann gehen wir weiter. Und zwar zeigen wir gerade mal, was für eine Luxusausstattung die Gemächer haben. Es sind alle Zimmer angeschrieben, das sieht man da schön. Wer da rein haust. Und zwar ist das ein Zweierzimmer. Alle Athleten oder viele Athleten sind in einem Zweierzimmer, andere sind in einem Sechserschlag. Je nachdem, das ist alles ein bisschen anders aufgeteilt hier im Haus. Es hat ganz viele verschiedene Zimmer auf verschiedenen Stöcken. Und was natürlich richtig Luxus ist, gewisse Zimmer haben ein WC und sogar eine Dusche im Zimmer. Richtiges 5-Sterne-Hotel und es ist auch schön warm da oben in den Bergen von Tokio. Gut, wir gehen weiter. Und zwar im letzten Raum. Der ist ganz oben. Das ist der sogenannte Teamroom. Da können die Athleten am Abend nach dem strengen Tag ein bisschen reden, Ping-Pong spielen. Einfach ein bisschen abschalten, damit sie nachher für den nächsten Tag wieder ready sind. Und ja, auch das finde ich sehr luxuriös und richtig toll. Jetzt schauen wir noch kurz da aus dem Fenster raus. Das hier ist die Athletenwiese gerade vor dem Haus, also für kleine Wettkampfsachen kann man sich hier auf diesem Platz begnügen. Und wenn es dann grössere Sachen gibt, wie zum Beispiel Speerwürfe oder so,
grosse Geländespiele. Die sind ganz weit dort hinten. Da müssten wir noch etwas laufen, aber dort hat es eine riesengroße Wiese, wo dann die grössten Wettkampfsachen auch ausgetragen werden. Ja, so viel von mir. Wir sind alle gespannt, wie sich die Athleten hier einleben werden. Und ja, ich will gar nicht mehr viel mehr sagen. Wir gehen wieder zurück ins Studio und ich wünsche Ihnen ganz viel Spass. Alle miteinander. Oliver, danke für deine Berichterstattung. Unsere Athleten sind heute von der Schweiz Richtung Japan gereist. Wir haben die einen von denen interviewt und werden jetzt ganz kleine Ausschnitte zeigen. Jetzt zu den einzelnen Berichten. Da haben wir die Malinka und Marei Gruppe von der CFU-Dorf. Wie sind das? Ja, also ehrlich gesagt, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich meine, es wird sehr spannend mit dieser grossen Gruppe. Und das Antreten, wir wollen uns sicher gut schlagen. Also ich bin voll dazu versichert. Danke vielmals für das Statement. Ich heiße Tawaluga von der CFU-Dorf und wir fahren jetzt zu unserer Qualifikation auf den Olympischen Spielen. Was sagst du dazu, André? Aber nichts ist ein bisschen wenig. Freust dich? Ja. Das freut mich auch. Vielen Dank für euch. Flavia in der CFU-Dorf heißt sie Mel und Hanna in der CFU-Dorf heißt sie Lavinia. Was meinen ihr dazu, dass wir die Qualifikationen für die Olympischen Spiele in Japan gehen? Wir werden super Meister und wir werden sicher schaffen. Ich kann mich nur aus dieser Meinung anschließen. Sehr gut. Danke vielmals für euch von der CFU-Dorf. Was meinst du zu den Qualifikationen? Ja, ich bin mich noch mega unvorbereitet, aber ich bin sowas von gespannt. Und ich meine, ich bin auch noch nie in Tokio gewesen. Darum, ja, ich lasse mich zukommen und super, danke. Wir hören erneut ein kurzes Statement von dem Miel, von der lieben Flavia über unsere Qualifikationen in Tokio. Was erwartest du? Ich erwarte, dass alle gut mitmachen, dass wir ein gutes Ergebnis haben und einen guten Platz landen. Das hoffen wir natürlich auch. Dann. Was meinen Sie, wie wird sich die Jurne von der Qualifikation in Tokio von den Olympischen Spielen schlagen? Also wir? Es sieht gut aus, also ein sehr gutes Gefühl. Ja, wenn ich mal schaue, es sind voller Kraft und Energie. Also super gut, ja. Danke vielmals. Und die Athleten, die vor Ort angekommen sind im House of Switzerland, haben wir die ersten Eindrücke auch ins Bild gefangen. Die werden wir jetzt präsentieren. Hallo miteinander, wir sind da jetzt da gerade angekommen. Also da sind die Athleten angekommen. Jetzt gehen wir gleich mal zum ersten Athleten. Wie war die Reise hier? Hey, super schön. Super schön. Alle miteinander, zusammen im Zug. Wir haben es mega genossen, jetzt sind wir da. Irgendwelche Komplikationen gegeben? Ja, Zug verpasst ein paar Mal und im falschen Waggon gewesen, aber ja. Im falschen Waggon, das heisst? Sind vom vordersten bis zum hintersten durch die Wege durch und alle Leute haben sich eigentlich genervt, aber ist okay. Wie ist dein Name? Luna. Luna, freut mich. Hast du es gut angefunden? Ja, gut. Haben wir uns noch schön eingewärmt mit einem sportlichen Abgang. Mit einem sportlichen Abgang da drauf? Ja. Das war ein guter Test. Die athletische Sportlichkeit. Wie lange sind wir unterwegs? Ja. 3 Stunden? 4. 4,5. 4, 3, so. Wir sehen, sie sind sehr ein bisschen angeschlagen da. Sie wissen nicht mehr was sagen. Ich würde sagen, jetzt tun wir da mal unterbrechen. Ich gebe zurück ins Studio. Danke. Schon schön zu hören, dass sich alle Athleten nicht einig sind. Ich komme gerade einen Anruf über. Bruno, ja? Ja, wir machen gerade Fürschi. Mal, ja. Nein, es darf nicht länger gehen als 15 Minuten. Du, wo sind wir stehen geblieben? Maskottchen. Oh ja, genau. Beim Maskottchen sind wir natürlich heute Nachmittag auch gsi und haben das interviewt. Zum Livebericht. Hallo miteinander, ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe hier zu den Olympischen Spielen in Tokio. Hier im Hintergrund sehen wir gerade noch einen schönen Sonnenuntergang. Da ganz schöne Ambiente. Wenn wir schon da sind, habe ich das schöne Maskottchen da bei mir und die reizende Übersetzerin. Und durch das habe ich jetzt meine erste Frage vorbereitet. Die werden jetzt eingerichtet. Wie ist das für das Maskottchen, wenn es jetzt da schon beliebt wird? Ich meine, es ist jetzt doch ein bisschen los da in Tokio. Wie verhält man sich da, das Maskottchen? Ja, das Maskottchen hat mir mitgeteilt, dass es sehr erfreut ist über die riesen Fangemeinschaft, die es schon jetzt in Kürze schon gibt. Und es freut sich sehr darüber. Es ist natürlich etwas total Neues, aber ja, sehr erfreut auf jeden Fall. Jawohl, wir haben gesehen, das Maskottchen ist recht beliebt bei der Fangemeinschaft. Jetzt hätten wir noch eine zweite Frage vorbereitet. Ja, wow, okay. Ich denke, das ist sehr beliebt und darum machen wir das zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Ich gebe zurück ins Studio.
Danke vielmals, Luca. Wir kommen jetzt zu den Kurzmeldungen vom Tag. Unsere Schweizer Delegation hat sich hier auf dem Platz eingefunden, wo alle Wettkämpfe stattfinden werden. Heute eine ganz besondere Spezialität, wo die Sportler zum allerersten Mal einen japanischen Geschicklichkeitswettbewerb machen. Und zwar sehen wir hier, wie die verschiedenen Athleten sich mit Teamgeist durchs Feld bewegen müssen. Man sieht gerade, bei gewissen fällt das nicht so leicht und vor allem das Teamplay ist relativ schwer. Die Bilder werden sicher für sich sprechen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke vielmals fürs Zuschauen. Das war es für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Abend.